Das Wetter meint es endlich gut mit uns und so können wir unser erstes HTA1 Sommergespräch dieses Jahres unter freiem Himmel führen. Und den Anfang macht Landesrat Max Higelsberger. Herr Landesrat, herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Ich freue mich. Ja, wir sitzen da jetzt so gemütlich bei einem Glaserl Moster. Ja, sie kommt ja auch noch, da freuen wir uns natürlich darauf. Und ich glaube, das haben ja viele unserer Landsleute vermisst, die Gastronomie. Wie ist denn Ihnen da so ergangen? Ganz eindeutig, wir sind ja soziale Wesen. Das haben wir vor Corona gespürt und das muss auch wiederkommen. Das heißt, Geld zu verdienen und Geld auszugeben, ist wirklich nur ein kleiner Teil unseres Lebens. Und daher ist gerade die Gastronomie gemeinsam mit der Direktvermarktung, glaube ich, ein Highlight in Oberösterreich. Welche Chancen ergeben sich jetzt eigentlich durch die einzelnen Öffnungsschritte? Wir wissen es, dass die Regionalität ganz stark gepunktet hat bei unseren Bürgerinnen und Bürgern und das findet sich in der Gastronomie wieder. Ich glaube, wir haben hier eine Riesenchance, gemeinsam zu zeigen, dass die Werthaltigkeit einer Region davon bestimmt ist, wie verantwortungsvoll wir damit umgehen. Das heißt, jetzt die Produkte aus der Landwirtschaft, auch aus den Bäckereien und Metzgereien in die Gastronomie zu bringen und auch darauf hinzuweisen, mit einer Kennzeichnung, glaube ich, das würde den Mehrwert für die gesamte Region erhöhen. Da sind wir auch beim Thema Lebensmittelsicherheit, auch wenn es um die Versorgungssicherheit geht. Das ist, glaube ich, unseren Landsleuten im vergangenen Jahr durchaus bewusst geworden, was unsere Bäuerinnen und Bauern leisten. Wohin muss sich denn jetzt nun der Lebensmittelstandort Oberösterreich eigentlich entwickeln und gibt es noch wo Verbesserungspotenzial? Ja, es haben sich ganz eindeutig die Wertigkeiten verschoben, auch bei unseren Kundinnen und Kunden. Das sehen wir. Die Direktvermarktung konnte sehr, sehr gut zulegen im ersten Lockdown. Das hat sich dann im zweiten Lockdown eigentlich verfestigt. Es geht ja darum, dass es wertvoll zu erkennen, was direkt um einen herum ist. Und da gehören die Metzgereien dazu, die Bäckereien dazu und natürlich auch die Landwirtschaft in der Direktvermarktung. Und das sichert ja zum großen Teil unsere Lebensgrundlagen und auch das, was wir persönlich auch konsumieren möchten. Sie sind ja neben der Landwirtschaft auch für die Gemeinden zuständig. Wie lautet da Ihr Resümee nach einem Jahr Belastungsprobe? Es hat sich gezeigt, dass der Bund verstanden hat, was die Gemeinden brauchen und dass es hier Unterstützungsbedarf gibt. Und wir haben versucht, mit dem Land genau das alles auszugleichen, wo wir sehen, dass es finanzielle Unterschiede gibt in den Gemeinden, dass gerade diese Bundesmittel für die Investition abgeholt werden können. Und das sichert wiederum einen anderen Teil der Lebensqualität dort, wo die Menschen zu Hause sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, letztes Jahr in der Lockdown-Zeit. Ich habe wirklich die viele Freizeit genutzt und habe mit meinem Hund die Gegend erkundet. Also ich glaube, viele Landsleute haben die Natur als Erholungsraum genutzt. Aber jetzt für unsere Landwirtschaft, ist das eine Chance oder war es schon eine Belastungsprobe? Beides. Ich denke beides. Und da muss man, glaube ich, auch das richtige Lot finden. Ja, natürlich freuen wir uns, dass viele ihr näheres Umfeld entdeckt haben und dass eigentlich die Kulturlandschaft nur deswegen so wunderbar ist, weil sie seit Jahrhunderten in dieser Form von den Bäuerinnen und Bauern gepflegt werden. Dass es dabei auch Ausreißer gibt, dass Wege verstellt werden, dass sich manche nicht so verhalten, wie das gebührend sein sollte, das wissen wir auch. Ich appelliere daher, es ist unser gemeinsamer Lebensraum, den wir hier nutzen, passen wir gemeinsam auch darauf auf. Das werden wir auf alle Fälle machen. Ja, seit 11 Jahren, man kann es kaum glauben, sind Sie ja schon als Agrarlandesrat tätig. Im Herbst vergangenen Jahres ist ja die Strategie Zukunft Landwirtschaft vorgestellt worden. Wie entwickelt sich jetzt eigentlich unsere Landwirtschaft in Oberösterreich jetzt in großen Linien gedacht? Wir haben natürlich genauso Strukturveränderungen wie überall anders auch, aber wir sehen, dass wir in der Vielfalt eindeutig wachsen. Wir haben inzwischen die größte klassische Produktion von allen Bundesländern. Das heißt, wir sind stark in der Milch, wir sind stark im Fleisch und auch im Brot und Gebäck. Und nebenbei entwickeln sich sehr viel. Ich erwähne hier den Weinbau, ich erwähne Gemüse, ich erwähne auch natürlich die Mostwirtschaften, die wir haben in Oberösterreich. Das heißt, alles das, was sich die Kunden wünschen, das können wir in Oberösterreich zu 100% bieten. Es geht nur darum, zuzugreifen. Apropos Strategie, Sie haben ja schon die Kulinarik wieder angesprochen und da gibt es ja auch mit dem Oberösterreich-Tourismus einen gemeinsamen Plan. Wie geht es da voran? Ganz eindeutig, wir wissen, dass sich ja Regionen in Europa mit einem landwirtschaftlichen Produkt auch auszeichnen. Ich meine hier nur den Champagner. Und wir wissen, dass wir in Oberösterreich ähnliche Produkte haben und genau die möchten wir auch mit dem Tourismus aufwerten. Die Hauptgründe, warum jemand nach Oberösterreich kommt, sind die Landschaft und die Kulinarik. Eigentlich eine Logik, das zu verbinden. Ja, es ist eine abschließende Alibi-Frage jedes Sommergesprächs, aber neugierig bin ich ja. Was haben denn Sie jetzt im Sommer so vor? Oder haben Sie einen Freizeittipp für uns parat? Also vor habe ich natürlich einmal meine Landwirtschaft, da geht es ja um die Ernte bei uns. Das wird sich heuer um 14 Tage wahrscheinlich verzögern, so wie jetzt das Frühjahr gelaufen ist. Das ist ein wichtiger Punkt und dann versuchen wir natürlich schon auch Urlaub zu machen. Aber wenn ich einen Geheimtipp verraten darf, dann ist das für mich der Klenkersee. Es ist eine so ruhige Lage in Windischgassen, ein wunderbares Naturjuwel und dort auch einen gewissen Tag seiner Freizeit oder Tage seiner Freizeit zu verbringen, das ist pure Lebensqualität in Oberösterreich.
Da bin ich gespannt, ob sich unsere Wege kreuzen werden in den Sommermonaten. Ich würde mich freuen. Ja. Herr Landesrat, herzliches Dankeschön für das Sommergespräch. Ich würde sagen, darauf stoßen wir jetzt einfach an, oder? Herzlichen Dank und einen schönen Sommer.